Beat Saber ist für 29,99 € für die Oculus Quest verfügbar und der Systemseller für dieses VR-Headset. Wenn ihr Beat Saber noch nicht kennt, dann solltet ihr euch diese Anwendung auf jeden Fall anschauen, die ich euch in diesem Video vorstelle. Warum ich jetzt konkret nochmal ein Video dazu mache, ist ein ganz spezielles Update von Beat Saber, nämlich der Beat Saber Multiplayer Modus. Ich werde euch heute diesen Beat Saber Multiplayer Modus vorstellen und das mache ich nicht alleine. Ich habe mir nämlich Unterstützung ins Boot geholt und freundlicherweise hat sich die Stephanie, die vielen bekannt ist unter Me, I and Herself, dafür zur Verfügung gestellt, heute mit mir gemeinsam zu zocken. Die Stephanie hat auch einen eigenen YouTube-Channel, auf dem sie Beat Saber spielt und ihr Gameplay zeigt. Und die ist ziemlich gut in dem Spiel, denn bei ihr gibt es zum Beispiel so welche Spielszenen. Total abgefahren, wie gut die Stephanie einfach im Beat Saber ist. Wirklich Hut ab. Und wenn ihr mal bei der Stephanie auf dem YouTube-Channel vorbeischauen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch mal ein Abo da lasst. Den Link zu Stephanies YouTube-Channel findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt zur Oculus Quest, dann abonniert diesen YouTube-Channel, die Zockstube, und euch entgehen garantiert keine Reviews und Tests mehr zur Oculus Quest 2 und zur Oculus Quest. Außerdem schaut auch mal in diese Infokarte, da findet ihr bereits Tests zu allen Anwendungen für die beiden VR-Headsets. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Video zum Beat Saber Multiplayer zusammen mit der Stephanie. So, und das ist jetzt hier das Online-Player-Menü von Beat Saber. Und wenn ihr mit mehreren Personen in einer Partie seid, dann könnt ihr euch in diesem Menü auch schon gegenseitig sehen und euch zuwinken. Und da vorne ist nämlich die Stephanie. Hallo! Hallo Stephanie! Hallo Patrick! Hallo. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe dich ja schon in der Einleitung ein bisschen angekündigt. Du spielst gerne Beat Saber? Ja. Ich liebe Beat Saber. Ich brauche Beat Saber zum Atmen. Alles klar. Ja, ich habe da auch schon so ein paar Videos von dir gesehen. Das ist ja Wahnsinn. Du spielst ja auch wirklich die richtig harten Schwierigkeitsgrade, ne? Ja, ich gebe alles für mein Alter. Aber es gibt immer noch, gibt immer noch krankere. Also ich bin noch nicht ganz so schlimm. Gib bald Senior Plus Schwierigkeitsgrad. Richtig. Für mein Alter mache ich das gut. Genau. Nee, deswegen, ich freue mich, dich als absolute Beat Saber-Expertin hier in dem Video dabei zu haben und dass wir uns gemeinsam mal den Multiplayer-Modus angucken, weil du ja sicherlich nicht mit mir zuerst zockst, sondern das schon ausführlich getestet haben wirst und so auch die ein oder andere Frage einfach beantworten kannst. Definitiv. Perfekt. So, dann gucke ich jetzt erstmal, dass wir easy anfangen. Hast du einen Wunsch? Hast du einen Wunsch, welches Lied wir mal auf easy, ich sag mal, erstmal für Smalltalk und ein bisschen warm werden? Auf easy, Smalltalk zum warm werden. Insane? Ich weiß nicht, wie findest du? Angel Voice. Es geht 6 Minuten. Ich weiß ja nicht, wie lange du reden möchtest. Ja. Also es ist relativ langsam, ist halt lang. Ne? Also man braucht ein bisschen Ausdauer. Ja, ich finde es gerade nicht. Wo ist das denn? Das ist bei Extras. Neben Ost 3. Ich habe hier Ost... Ah, Extras. Alles klar. Angel Voices. Alles klar, dann machen wir das mal. Ich mach's mal auf normal, oder? Das sollte reichen. Ja, genau. Dann ist es mal ein bisschen easy. Da kann man sich noch gut unterhalten. Jawohl. Dann starten wir mal. Wenn ihr dann startet, läuft da so ein Countdown. Ich denke mal, der läuft, weil du schon auf bereit gedrückt hast. Genau. Okay. Waiting for other players. Und jetzt muss man mal gucken. Wir sind hier wie auf so Pipes. Und da ist die Stephanie. Und jetzt können wir hier ordentlich schnetzeln. Stephanie, wir hatten gerade schon mal kurz vorab drüber gesprochen. Ja. Wie sieht das aus, wenn man Beat Saber spielen möchte und sich dabei unterhalten möchte? Geht das innerhalb von Beat Saber? Da muss man natürlich extra eine Oculus Party, weil leider in-game noch kein Sound ist. Ah, das ist schade, aber ist ja über eine Oculus Party wahrscheinlich einfach zu machen, ne? Genau. Das geht schon schnell, aber wenn man dann halt Videos aufnehmen möchte oder so, der Ton ist halt nie dabei.
Man hat halt wirklich ja, dann nur den Game-Sound. Genau, wir unterhalten uns jetzt hier auch gerade über Discord. Ja. Und ja, darüber funktioniert es halt auch ganz gut. Aber ich sag mal, wenn man jetzt nicht aufnehmen möchte und einfach nur zocken möchte, ist eigentlich so eine Oculus Party eine super Sache. Ich bin auch total erstaunt über die Qualität vom Mikrofon der Quest. Also das ist wirklich, wenn man da mit anderen Leuten spricht, die eine Quest haben, das hört sich ja richtig gut an, ne? Ja. Huch, jetzt habe ich sogar einen verkackt auf normal her. Ja, das ist durch mein irrsinniges Gelaber. Ich finde, deine Haare lenken mich ein bisschen ab. Ich muss immer auf deine meinst Haare. Meinst du jetzt Real Life oder hier im Spiel? Ich weiß gar nicht, wie mein Avatar aussieht. Genial auf alle Fälle. Pink, hochstehend, grandios. Ach scheiße, jetzt habe ich jetzt... Mann, verdammt! Ja, und auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du so, wenn du für dich alleine spielst? Also im Schnitt meistens Expert. Und dann... Okay. Aber du... Also mit ja? Expert fange ich immer an und dann... Bis zum Warmwerden, ne? Genau. Ach du Scheiße. Wie lange brauchst du so um ein Lied? Also ich sag mal, Expert Plus, da kannst du eigentlich nicht mehr auf die Blöcke reagieren. Oder könntest du jetzt ein fremdes Lied auch einfach auf Expert Plus loslegen? Also es gibt Expert Plus Lieder, die ich einmal spiele und gleich auf Doppel-S schaffe ohne Fehler. Es gibt aber natürlich auch Expert Plus Lieder, die ich mehrfach spielen muss, weil sie ein bisschen tricky sind, die Muster. Okay. Ja, ich habe mir das bei Beat Saber bisher immer so vorgestellt, dass es wirklich so diese Expert-Plus-Dinger, wenn ich die sehe, denke ich mir immer, man muss das wie so ein Parcours auswendig lernen und einfach so einen Bewegungsablauf abspulen. Aber das spricht dann ja dafür, dass es selbst bei Expert-Plus möglich ist, das auch auf Anhieb hinzukriegen, sag ich mal. Auf oder alle mit wenig Übung. Also man muss eigentlich nur trainieren, dass man immer da, wo die Würfel kommen, also in ihrem Ursprung geradeaus guckt, dann hat man ungefähr 4 Millisekunden mehr Reaktionszeit und trifft dadurch besser. Also das Hirn hat mehr Zeit zum Reagieren und du gerätst nicht in Panik. Aber das eben zu trainieren, dauert eine Weile. Okay. Immer geradeaus gucken, ja, weil die Augen rutschen von alleine immer nach vorne. Wenn es schnell wird. Okay, oh Mensch. Ich verjodel hier aber selbst auf. Normal. Also ich habe jetzt nicht so eine riesen Beat Saber Historie, muss ich sagen, aber ich bin so ein Hard-Spieler. Ich würde sagen, auf Hard schaffe ich auch viele Lieder auf Anhieb. Ja, natürlich nicht fehlerfrei, aber ich komme durch. Hard ist total cool. Da hat man immer so schön den Flow und kann so mitdancen. Hard ist genau, voll da kommst cool. Du auch noch. Ja, bei Beat Saber kommt man ja an die Punkte, habe ich mal gehört, indem man vor dem Schlag weit ausholt, also möglichst 90 Grad. Ja, es geht um fließende Bewegung. Also es ist wie beim Tanz dadurch, wie gesagt, dass du siehst, wie die Würfel kommen, versuchst du, einen Würfel mit dem anderen in einem Schlag sozusagen zu verbinden, ohne dich dabei zu unterbrechen. Und am Ende wird da einfach wie ein Tanz draus. Und durch diese fließenden Bewegungen erreichst du halt auch die Winkel, die du brauchst. Okay, aber es ist doch grundsätzlich so, wenn man mehr ausholt, kriegt man mehr Punkte. Ja, also du musst einen 90 Grad Winkel nach oben und 70 Grad Winkel nach unten schaffen und dann hast du 115 Punkte, wenn du noch mittig triffst. Jawohl, also das ist doch dann schon mal eine ganz gute Faustregel, wovon auch, glaube ich, gar nicht so viele Leute wissen. Dass es da nicht nur darum geht, die so langsam wegzutitschen, das wissen viele Anfänger nicht, sondern die richtig zu schnetzeln. Ja. Am besten aus dem Handgelenk schnicken. Schnicken? So richtig, ja, muss man so richtig die. Mit Pfeffer. So. Bam. Hört auf die Stefanie, die Blöcke richtig schön wegschnicken hier. So schnicken wir. Mit der Handgelenk. So schnicken wir hier. Zack. Unnormal habe ich die geschnickt jetzt gerade. Ja, auf dem Schwierigkeitsgrad geht noch. Ja, genau. Mein Gott. Das Lied habe ich aber auch tatsächlich noch nie gespielt. Und jetzt gleich wollten wir mal 3 Lieder auf Hard machen. Ja. Und einfach mal. Weil das langsame so bin ich nicht gewohnt. Jetzt habe ich schon 3 Würfel verkackt hier. Siehst du, mit langsam kriegst du nicht. Schneller kommen. Ja, nee, ich bin hier auch regelmäßig dabei zu versagen.
Da bin ich froh, dass ich nicht alleine bin. Ja, der Schwierigkeitsgrad, es ist zu einfach. Ja, wenn es zu langsam ist, man ist ja gewohnt, die Töne schneller zu treffen, dann bin ich meistens schneller als der Ton. Das ist dann blöd. Ja, hier seht ihr dann, man kriegt am Ende so eine Gegenüberstellung, wer hat wie abgeschnitten. Und ansonsten, wenn man jetzt durch ein Level nicht durchkommt, dann geht es nach der Zeit, wann man ausgeschieden ist und dann, welche Punkte man bis dahin gesammelt hat. Genau. Also ich habe letztens eine Runde gehabt, da haben wir ein bisschen Expert Plus gespielt und da, ja, im Prinzip, wer hat mehr Punkte gemacht in der Zeit, bis er rausgeflogen ist. ja, ist ja so, ne? Ja. Hast du einen Wunsch, was wir spielen? Oder ist 100 Builds für dich in Ordnung? Voll. Sehr schön. Okay, auf hart? Ja. Okay, jetzt ready. Bin ich mal gespannt. Jetzt krieg ich den Arsch voll. Nein. Ich gebe alles. Ich bin ganz, ich bin ganz friedlich. Das glaube ich dir. Ich habe noch Muskelkater vom Üben. So, Ebe. Guck, schon hast du dich auf Platz 1 geschlagen hier. Ja, komm, nach den ersten 4 Blöcken. Ist knapp gerade, ne? Ja. Er ist mir auf den Fersen. Und ich dir. Immer mal wieder umgekehrt. Ich sehe da unten immer nur die 1 und die 2 flackern. Es ist noch nicht so ganz safe hier. Was ich auch blöd finde, wenn man zu zweit spielt, sieht man den Score vom anderen nicht. Wenn man mit bis zu 5 Leuten spielt, sind dann über den Namen auch die Scores zu sehen. Und dann sieht man, wie weit ist man von dem weg oder wie weit ist man vor ihm. Ja, das fehlt ein bisschen. Aber man hat doch sowieso während des Zockens eigentlich gar keine Zeit, oder? Doch. Ich will sowas wissen. Ich bin ja gerade voll in Action, ey. Du machst das so gerade mit links, oder? Kann das sein? Ja, links und rechts, aber. Ja, welchen? Oh. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich Wie ja viel mal hast gespannt. Du? Warte, guck jetzt! Krasser Scheiß! Oh, verdammt, war das knapp! Alter! Das war knapp! Super, Glückwunsch! Grandios. Aber beide Doppel-S, da kann man sich eigentlich nicht beschweren, also, ne? Hammer! Ja. Du machst mich stolz, mit vollem Körpereinsatz. Du machst mich stolz. Dankeschön. Die sind echt fies. Sind also, fies? Da ist doch brutal fies sind die hier. Also da ist hart ungefähr hart? Wie Expert und Expert ist eigentlich Expert Plus und Expert Plus ist tödlich. Warum machen die das? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist eben für die ganz Kranken. Ja. Für die ganz irren Speed-Junkies. Die kriegen dann die... Bin noch dabei. Sehr gut. Bin noch nicht rausgeflogen. Und wenn du panisch wirst, versuchst du gerade auszukommen. Dann rettet man sich. Oh nein! Ich bin raus. Was war das denn? Ja, und ist ja auch mal ganz wichtig zu zeigen, wenn man dann ausgeschieden ist, entweder ist man zu zweit oder mit mehreren. Ich bin hinter dir, genau, andere Seite. Was? Hier? Ich bin links von dir. Da? Genau. Ja, hier. Ja, hallo. Ja, jetzt. Ich dann kann man der noch. Stefanie jetzt noch beim Schnetzeln zugucken. Wir sind jetzt hier beim Grandstand, aber ihr könnt jetzt auch sagen, so, ich möchte mir jetzt genau angucken, was die Stefanie da macht. Und so sind wir jetzt quasi rechts hinter Stefanie und gucken uns an, sehr was cool. Sie da gerade so macht. Und ja, die ist jetzt gerade da anscheinend komplett problemlos. Also bist unterwegs. Du jetzt hier? Ja, genau, du bist gerade genau in meine Richtung. Da waren ja das war genau die Richtung. Oh, viele Bäumchen, wa? Ich guck mal, was war noch für Perspektive. Ne, guck mal, wir haben dann Grandstand 1. Also, Grandstand 1 ist so. Grandstand 2 ist ein bisschen von vorne. Und wir können eben hinter der Stefanie stehen. Wahrscheinlich ein Modus, den die Stefanie selbst noch gar nicht kennt, weil die noch nie als Erste ausgeschieden ist. Doch, bin ich. Ach, okay. Schon oft. Okay. Bei dem hier zum Beispiel ja, Expert. Mein Gott. Da bin ich nur am Was ist das für ein Skill-Level, ey? Wahnsinn.
Boah, auf jeden Fall starke Leistung. Ach, guck mal, das war knapp verloren. Egal. Spaß macht es. Egal. Genau. Okay, dann würde ich sagen, nach Spielen 2-0 für dich. Juhu. Jetzt mal gucken, ob ich noch das Ehrenpünktchen kriege. Na klar. Ich würde gerne, wenn du nichts dagegen hast. Nee, habe ich nicht. Escape spielen. Hau rein. Nee, auf gar keinen Fall. Escape, das ist geil. Escape auf hart. Verdammt! Fehler gemacht. Nein, schon wieder, Stefanie! Nein, was mache ich denn hier? Mir ist mein Controller aus der Hand gerutscht, verdammt! Ja, Stefanie, 242 zu 208 verloren. Ich jetzt. Ist ein Ergebnis, mit dem ich leben kann? Ey, definitiv, das ist ein S. Klasse. Auf jeden Fall. Das ist also, da kannst du sehr stolz drauf sein. Ja, ich habe ein paar. Ich habe ein bisschen mit Unfähigkeit bei mir gekämpft. Aber am Ende, S ist ja gar nicht so schlecht. Nee, S ist schon geil. Aber ich muss echt sagen, der Multiplayer macht Bock. Also wer Spaß an Beat Saber hat, für den ist auf jeden Fall der Multiplayer was, ne? Als kostenloses Update dazugekommen. Echter Wahnsinn. Finde ich richtig geil. Und du? Absolut. Ich habe Ewigkeiten drauf gewartet. Jetzt ist er endlich da und ich bin jeden Tag drin. So lange wie ich Dein noch Vögeln kann. Gefällt ja auch. Wa? Ich merke das schon. Du machst da deine Beat Saber Session und deine Vögel gehen voll ab. Das ist. Ich frage mich nur, warum? Ich habe eigentlich extra. Ja, weil du dich bewegst hier. Wahrscheinlich. Das sieht lustig aus. Oder meinst du, die aber eigentlich müssen sie aus? Dran. Das kann gut sein. Nein, die lachen mit dir. Die lachen mit dir. Die finden das wahrscheinlich aufregend, dass du dich so bewegst. Mir gefällt der Beat Saber Multiplayer echt gut. Ein sehr gelungenes Upgrade. Sehr stylisch auch umgesetzt, dieser Multiplayer-Modus. Also man hätte ja auch einfach so, sagen wir mal, wie bei FitXR die Leute nebeneinander stellen können. Aber nee, man hat sich dazu entschieden, dass die Bahnen sich kreuzen, dass man gegenübersteht. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Auch die Möglichkeit, wenn man ausgeschieden ist, noch zuzugucken. Das ist echt eine richtig klasse Erweiterung für Beat Saber. Das ist genial. Und auch wenn man jetzt normal in so einem Multiplayer ist, gibt es ja hier unten noch den Spektator. Also wenn jetzt zum Beispiel Maps gewählt werden, die man jetzt aus welchem Grund auch immer, kann man das dann anmachen und dann guckt man von vornherein dann einfach zu. Ach so, da kannst du dann direkt als Spectator joinen. Da machst du gar nicht erst mit. Ja, perfekt. Ja, Stefanie, auf jeden Fall Dankeschön, dass du heute zusammen mit mir dieses Video gemacht hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Ja, dass du gefragt hast. Ja. Was ich gerade schon einleitend gesagt habe, die Stefanie, die hat einen ganz, ganz tollen YouTube-Channel, wo sie auch ihre Beat Saber-Videos hochlädt. Du machst in erster Linie Beat Saber, oder was hast du da sonst noch so im Repertoire? Also zu 90% Beat Saber und ab und an dann noch ein paar andere Spiele, vorwiegend dann Resident Evil oder so. Aber also, wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein richtig schwerer Beat Saber Parcours von der Stefanie gelöst wird, dann schaut mal bei ihrem YouTube-Channel vorbei, Me, I and Herself. Den Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei der Stefanie vorbeischaut und dass alle Beat Saber-Fans da auf jeden Fall mal ein Abo lassen. Ja, das wäre schön. Ich freue mich über jeden, der zuguckt. Alles klar, dann nochmal vielen Dank, Stefanie. Ich danke dir, Patrick. So, und war richtig cool. Finde ich auch. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch der Beat Saber Multiplayer gefällt. Ich bin gespannt, von euch zu lesen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst doch bitte nicht, das Däumchen oben dazulassen. Ciao, Leute. Das war mein Video zum Beat Saber Multiplayer. Ihr wollt nichts mehr verpassen zur Oculus Quest 2 und zur Oculus Quest, dann abonniert diesen YouTube-Channel, die Zockstube, und macht das Glöckchen an. Außerdem habt ihr die Chance, hier eine Oculus Quest 2 zu gewinnen. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr euch für Reviews und Tests zu allen Anwendungen auf der Oculus Quest interessiert, dann empfehle ich euch diese Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke an meine Patronen, macht's gut und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute.